Es ist der 1.12.2021. Bei der Polizei geht der Anruf einer älteren Dame ein. Eine Frau und zwei Männer haben bei ihr geklingelt und sich als Filmteam ausgegeben. Der Dame erscheint die Situation suspekt. Warum? Weil die drei Fremden alles über sie wissen. Sie haben ihre Adresse, kennen den Namen ihrer Tochter, die IBAN, und wissen sogar, dass sie ihre E-Zigarette am liebsten mit Maracuja-Geschmack raucht. Aber woher? Ich will jetzt zum Verschub. Hat sich noch nie sowas erhofft. Die Zugangsdaten sind offensichtlich dann in falsche Hände geraten. Das war eindeutig noch von den Leuten, die eben meine Adresse hatten, auch Zugang zu den Orten haben, bei denen ich normalerweise bestelle. Verglichen mit dem Schlüssel und der Haustür ist es, wie wenn man die Haustür abschließt und den Schlüssel stecken lässt. Das reflektiert rund 700.000 Verbraucherdaten. Zu Beginn unserer Recherche geht es um ein immenses Datenleck. Am Ende jedoch steht die erschreckende Erkenntnis: Was Datensicherheit angeht, hat Deutschland ein ernstes Problem. Gerade in diesen Zeiten erscheint der Online-Einkauf wie das Normalste der Welt. Wir bestellen etwas im Internet und geben unsere Daten ein. Im Gegenzug bekommen wir das gewünschte Produkt meist wenige Tage später bis an die Haustür geliefert. Einfach nur praktisch. Aber mal angenommen, die Daten, die wir in sicheren Händen wägen, landen ungeschützt im Internet. Für jeden zugänglich. Man muss ja klar die These in den Raum stellen, dass es für Verbraucher gefährlich ist, auf deutschen Plattformen einzukaufen. Marc Steyer ist Blogger und Experte für E-Commerce. Er ist bekannt für seine provokanten Aussagen, aber am Ende unserer Recherche ist klar, seine Bedenken sind gerechtfertigt. Denn das folgende Beispiel beweist, dass Verbraucherdaten im Netz viel zu oft nur unzureichend gesichert sind. Ja, ich bin Henrik Heine, ich bin Programmierer aus dem schönen Kreis Düren und aus Versehen Hacker. Wie wird man denn aus Versehen Hacker? Im Juni 2021 habe ich den Auftrag oder die Bitte eines Kunden bekommen, mir eine Software anzuschauen. Als ich mir die Schnittstelle dann angeschaut habe, ist mir quasi aufgefallen, dass diese eine Verbindung zu einer Datenbank aufbaut. Diese Datenbank enthielt durchaus kritische personenbezogene Daten. Nur wenige Medien berichten damals über diesen Vorfall. Zur Erklärung: Die Firma Modern Solution bietet eine sogenannte Schnittstelle zwischen kleineren UnterhändlerInnen, die ihre Waren auf großen Online-Marktplätzen wie Otto, Check24, Kaufland oder Idealo anbieten. Die KundInnen bestellen zwar über die Online-Marktplätze, werden aber von den kleinen UnterhändlerInnen beliefert. Dafür brauchen diese natürlich die Daten. Dass diese sicher verarbeitet werden, ist die Aufgabe von Modern Solution. Durch einen Fehler liegen aber ausgerechnet hier sensible KundInnen-Daten frei zugänglich. Der junge Programmierer macht Modern Solution unverzüglich auf das Datenleck aufmerksam. Doch die Reaktion des Unternehmens fällt nicht wie erhofft aus. Hendrik fühlt sich nicht ernst genommen und bittet den Blogger Marc Steyer um Hilfe. Morgens kurz nach 5 erhielt ich eine E-Mail, die enthielt die Information, es gibt ein Datenleck, und der Informant war sich ein klein wenig unsicher, wie er damit umzugehen hat. Und er hatte die Befürchtung, dass am Ende des Tages das Datenleck unter dem Teppich gekehrt wird. Entsprechend habe ich ihm dann einen Vorschlag gemacht, wie man mit dieser Information umgehen könnte. Ich habe um ca. 8 Uhr desselben Tages eine Meldung an das Unternehmen gegeben, habe sie darauf hingewiesen, dass dort eine Lücke ist, dass dort personenbezogene Daten liegen. Wir hatten vereinbart, dass ich begleitend das Unternehmen anrufe. Das tat ich denn dann auch. Dort wurde ich dann sehr schnell abgecancelt. Es wurde mir mitgeteilt, dass ja wahrscheinlich gar kein Datenleck vorlege. Das hat uns erst einmal sehr schockiert, denn tatsächlich war unser Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt schon so, dass Hunderttausende an Daten wirklich offengelegen haben. Den Beweis dafür hält unsere Reporterin in den Händen. Informiert wurde von den Personen, die wir aufsuchen, keine einzige.
Auch davon können wir uns selbst überzeugen. Wie schmeckt Ihnen denn der Maracuja-Tabak, den Sie bestellt haben im Internet? Ach, das war mein Tochter. Und es gibt ein Datenleck. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, wie Ihre Tochter heißt, wo sie wohnt und was sie im Internet bestellt hat. Wie fühlt sich das an? Normal sind nicht okay, ne? Ja, Datenschutz ist so das. Dass so schnell, dass man so einfach an Daten von Kunden rankommen kann, ist natürlich schon nicht gut und greift die Persönlichkeit an. Wenn ich Ihnen jetzt noch verrate, dass in der Liste sogar Ihre Kontodaten stehen und bei einigen Menschen sogar das Passwort einsehbar. Echt? Was macht das mit Ihnen? Jetzt, das ist natürlich noch was anderes. Wenn es natürlich um so Banksachen geht, das ist natürlich dann nochmal finanzielles geht, das ist natürlich noch was anderes, als wenn es jetzt nur die Name und Adresse ist. Und wie fühlt sich das an als Nutzer? Das fühlt sich blöd an. Aber was kann ich machen? Eine berechtigte Frage, die aber unbedingt geklärt werden sollte. Denn Informationen, die einmal in die falschen Hände geraten sind, können viel Schaden anrichten. Genau das zeigt das Beispiel Marianne aus Köln. Wie die Täter an ihre Daten gelangten, weiß die Studentin bis heute nicht. Es tut schon weh, wenn da mal eben 3.000 Euro, also 3.000 Euro, das ist wirklich zu dem Zeitpunkt meine Existenz gewesen. Die 30-Jährige erstattet bei der Polizei Anzeige wegen Datendiebstahls und hofft auf ein schnelles Ende. Doch beim finanziellen Verlust allein soll es nicht bleiben. Kam schließlich ein Päckchen an mit einem iPhone XS bei mir. Und einem Vertrag, einem Handyvertrag, klang alles ganz toll, hatte ich aber nie bestellt. Das war eindeutig noch von den Leuten, die eben meine Adresse hatten, auch Zugang zu den Orten haben, bei denen ich normalerweise bestelle. Und als Opfer eines Datendiebstahls steht sie nicht allein da. Das wird spätestens im Interview mit Carsten Maywirth, dem Leiter der Abteilung für Cybercrime des Bundeskriminalamtes, klar. Das ist aber ein ganz typischer Fall von dieser Studentin. Eine hohe Digitalisierung der Arbeits- und Lebensbereiche führt dazu, dass die Straftäter immer mehr Angriffsflächen haben. Forschungsberichte belegen ca. 10 Millionen komprimierte Accounts pro Monat im Jahresdurchschnitt 2021. Mariana ist also eine von vielen Millionen. Die Produkte, die Fremde über ihre Accounts bestellt haben, schickt sie wieder zurück. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Ja, zu guter Letzt, da musste ich dann halt nochmal zur Polizei, sagte der Anwalt, dass ich auch eine Klage bekommen könnte, eben weil ich diese Rechnungen nicht bezahlt habe. Aber ich habe die doch nie getätigt. Also ich habe doch nie was bestellt und bin da auch gegen vorgegangen. Aber ich habe mich wirklich machtlos gefühlt irgendwann. Laut Bundeskriminalamt hat Mariana trotzdem richtig gehandelt. Das ist das, was wir immer empfehlen, immer Anzeige erstatten. Nur dann, wenn wir Kenntnis von diesen Straftaten erhalten, können wir sie auch effektiv verfolgen. Mariana hatte letztendlich Glück im Unglück. Die Ermittlungen der Polizei führen zwar ins Leere, doch PayPal erstattet ihr aus Kulanz den gesamten Betrag zurück. Im Fall des Datenlecks der Firma Modern Solution lagen die ältesten Datensätze bereits 3 Jahre ungeschützt im Netz. Ob es in diesem Zeitraum unbefugte Zugriffe gegeben hat, kann jetzt niemand mehr nachvollziehen. Theoretisch sollten sich also alle Beteiligten glücklich schätzen, dass die Schwachstelle gefunden wurde. Also nach § 202a Strafgesetzbuch ist es eine Straftat, wenn man Sicherheitsvorkehrungen überwindet, um sich unberechtigt Zugang zu Daten zu verschaffen. Hendrik muss nun ein Verfahren über sich ergehen lassen und sich unter anderem für Datenhehlerei verantworten. Und das, obwohl er laut Landesbeauftragtem für Datenschutz und Informationsfreiheit, kurz LDI, korrekt gehandelt hat. Die Person, die die Sicherheitslücke aufgedeckt hat, teilte diese transparent mit und beabsichtigte keine missbräuchliche Nutzung. Trotzdem wird Hendrik nun vorgeworfen, die Sicherheitsvorkehrungen, die von Modern Solution getroffen worden sind, widerrechtlich überwunden zu haben. Das Ganze hat nur einen Haken. In diesem Falle war es jetzt, soweit ich weiß, so, dass das Passwort für den Zugriff auf den Server in dem Quelltext der Schnittstelle für jeden der Kunden, die diese Schnittstelle verwendet hatten, also der Online-Händler, die diese Schnittstelle verwendet haben,
im Klartext ersichtlich war. Also es war eben kein geheimes Passwort, sondern es war ein Passwort, was jeder gesehen hat. Verglichen mit dem Schlüssel und der Haustür ist es, wie wenn man die Haustür abschließt und den Schlüssel stecken lässt. Hendrik hat also im übertragenen Sinne auf einen steckenden Schlüssel aufmerksam gemacht und wird dafür nun belangt. Ich halte das ganze Thema für relativ kritisch, denn wer, wenn nicht freiwillige Sicherheitsforscher, schaut sich solch eine Software denn an? Eine Frage, die auch wir uns nun stellen. Die Antwort: beunruhigend. In Deutschland gibt es keine Instanz, die IT-Produkte vor deren Veröffentlichung oder vor dem Zugang zum Markt überprüft. Und in diesem Fall gibt es in Deutschland offenbar auch niemanden, der sich dazu in der Verantwortung sieht, die Betroffenen zu informieren. Obwohl Modern Solution in einer eigenen Stellungnahme Medien vorwirft, ungeprüften Müll zu verbreiten, gab es auf unsere Anfrage hin keinen Versuch einer Richtigstellung. Lediglich Check24 differenziert am Telefon zwischen einer rechtlichen und moralischen Verantwortung und klärt uns über die neuen Sicherheitsvorkehrungen auf. Die anderen Plattformen halten sich bedeckt. Warum? Wer ganz genau hinschaut, sieht, dass man sich zwar auf den Marktplätzen von zum Beispiel Otto, Kaufland und Idealo befindet, aber diese zum Teil gar nicht für den Verkauf verantwortlich sind. Anbieter ist also nicht gleich Verkäufer. Aber am Ende ist es auch egal, wer die Kundinnen und Kunden informiert. Wichtig ist, dass es einer tut.